Ja, hi, herzlich willkommen. Ich dachte mir, dass ich mal zu den ganzen anderen Videos mache, ab und zu mache, mal einen kompletten Arena-Run-Video mache, also mit ganzen Auswahlprozessen und so weiter. Ja, und ich ja, habe mich gerade schon für den Paladin entschieden. Ja, hier am Master for Battle ist, ja, ist klar die beste Karte. So, Murloc Tide Hunter, Stormwind Knight oder Seal of Champion. Ich bin eigentlich großer Stormwind Knight Fan, aber das Problem ist, ich hatte mal mit Seal of Champion ein bisschen Pech gehabt und irgendwie hat mir die Karte nicht mehr so ganz gefallen, aber viele halten da große Stücke drauf und ich will sie heute auch mal wieder mal ausprobieren. Denn an sich ist sie eigentlich auch ganz gut. Okay, so hier nehmen wir einen Two-Drop, nehmen wir den Flame Juggler. Sehr gut. Demolisher kann sehr gut sein, aber ist immer so nachher. Anything can happen ist nichts. Scarlet Purifier. Ganz gute Geschichte. Ja, Shield Minibot, eines der besten Two-Drops, die man haben kann. Ja, hier würde ich mich für den Argent Horse Rider entscheiden. Der Taunt ist scheiße, weil er einfach zu wenig Angriff hat. Seal of Light. Ne, im Endeffekt, plus 2 Attacke ist das interessante. Restore vorhält. Ist nicht so interessant. Hier kriegen wir noch den Diener dazu. Ich denke, hier gehen wir mit dem Card Draw. Card Draw ist nie schlecht. Ansonsten. Accolade of Pain ist ein ganz schöner Tempoverlust. Hammer of Wrath eigentlich auch, wenn man 4 Mana zahlt für 3 Schaden. Und wir sind keine Pink-Klasse, von daher ist das Stormpink-Kommando eigentlich auch nicht verkehren. Aber ich entscheide mich hier für den Card Draw. Ich finde es immer ganz gut, wenn man ein bisschen über gerade im Paladin. Ja, dass man so ins Late Game reinkommt, dass man gute Value-Karten hat und sowas. Das ist eher so meine Spielweise, denn Peacekeeper ist hier ganz klar besser als alle anderen. Ist gut im Anfangsgame für Tempo oder aber auch ja, später, um große Leute umzuhauen. Hier mag ich die Stat-Verteilung nicht so gerne, weil es einfach zu einfach gegen einen Two-Drop oder sogar One-Drop stirbt. Rekombulator. Das ist nicht verkehrt, aber Mysterious Challenger 6 Mana 6-6 ist eigentlich ganz gute Werte und wir kriegen eventuell noch zusätzlich ein paar Secrets. Das macht die ganze noch ein bisschen wertvoller. Ja, jetzt habe ich gerade den Armani Berserker genommen, einfach damit wir noch einen weiteren 2-Drop haben. Hier Bluebeard Warrior ist nicht so stark, Keep of Ullamann ist eine richtig starke Karte. Kann entweder die eigenen Minions buffen oder andere starke Karten des Gegners. Ja, klein machen. Seal of Light ist, ja, ist nicht so überragend, finde ich. Drakken Sorcerer kann ganz gut sein beim Paladin mit den ganzen verschiedenen Spells, die man hat, die einen selber buffen. Bislang haben wir aber doch Seal of Champions. Oh. Das Problem ist einfach, dass ich den Stranglethorn Tiger so gern mag, weil er einfach Stealth hat und einen sehr guten Body hat, so dass man den nicht leicht wegtraden kann. Hier Saucian Deckhand. One-Drop zu haben ist eigentlich nie verkehrt. Auf der anderen Seite Birdie Rock Jaw Truck kann auch ziemlich nervig sein. Ja, wir haben schon zwei Card Draws drin, also wir können auch ein bisschen was mit weniger Angriff nehmen. Das ist einfach, das ist nur was, wenn man sehr aggressiv spielt. Ansonsten sind die Werte nicht gut genug für die Mana-Kosten. Der Taunt ist kacke. Einfach. Weil die Werteverteilung nicht gut ist. Und der Wong Infiltrator ist ziemlich gut mit seinem Stealth. Kann eigentlich immer gegen irgendwas traden. Hier, Elfen Archer. Pink ist nicht verkehrt in dieser Klasse.
Morgan Infiltrator an sich auch ganz gut, aber Argent Protector ziemlich gut. Kann im Early Game helfen, dass man da Tempo aufnimmt oder auch später. Ja. Anubis Sentinel ist ja ganz gut, wenn man vorne ist. Ist halt immer ein bisschen schwer zu machen. Und wir haben ganz gute andere Karten hier. Swamp Boost ist sehr gut gegen sämtliche Klassen mit Waffen. Gerade gegen Rook, wo der Rogue, oder Schurke, nicht Rook, wo der Paladin ein bisschen hinten dran ist, da ist ja die Karte nicht verkehrt. Ansonsten ist der Argent Protector natürlich auch immer eine sehr starke Karte. Ah, hier bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, was die bessere Wert ist. Denke, wir haben. Ja, probieren wir mal. Wir hoffen mal, dass wir ziemlich weit kommen. Und dann werden wir sicher ein paar Schurken treffen. Noble Sacrifice wäre okay mit dem Mysterious Challenger. Weiß ich nicht. Ansonsten aber Guardian of Kings hat beides, hat einen guten Body. Der Heilungseffekt. Und das kann immer ganz, ganz sinnvoll sein, wenn man ins Hintertreffen kommt. Ist relativ schwach und wir haben schon zwei Card Draws, also ein paar mehr sind nicht verkehrt, aber ja, Blessing of Kings ist einfach eine extrem starke Karte. Die wollen wir unbedingt im Deck behalten. Murloc War Leader ist eigentlich nichts Besonderes, weil wir jetzt auch keinen anderen Murlocs haben. Enter the Colosseum kann ganz nett sein, wenn man wenn man irgendwie ins Hintertreffen gerät oder der Gegner einfach versucht, sein Board zu flotten und dann zu überrennen. Richtig AOE haben wir nicht wirklich drin, aber ansonsten haben wir eigentlich auch ganz gute Sachen am Start. Big Game hat viel große Sachen, hätten wir auch Elder Peacekeeper, Keeper of Ulderman. Aber ansonsten denke ich, die ist nicht so stark, weil es ist sehr schwierig auch die irgendwie nutzbar zu machen. Deswegen denke ich, gehen wir eher hier mit dem Big Game Hunter. Oh, Alarm Award ist schlechte Karte. Mana Addict ist eigentlich auch nicht gut. Demolisher ist jetzt auch nicht so der Burner. Aber wenn man ihn einmal etablieren kann auf dem Board, dann ist das ein richtig gutes Ding. Ein bisschen mehr Late Game würde nicht schaden, aber Devil Scarab, sehr guter Card Draw. Gibt uns vielleicht einen zweiten Master for Battle. Ja. Und Infury Harpy ist nicht so gut. Infury Infect wird nicht so oft benutzt. Stats sind nicht so gut. Hungry Dragon an sich eigentlich eine relativ starke Karte. Man weiß aber nie genau. Ja, was halt rauskommt bei dem anderen und eventuell kriegt der Gegner einen Diener, der hilft dann gegen einen eigenen Diener zu traden. Deswegen, ich mag den Frostwolf Warlord. Gute Karte. Dann haben wir Lepanome. Aber wir haben zwei Wundrops schon. Nehmen wir hier Blessing of Kings. Hand of Protection ist nicht gut genug. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben 1, 2, 3 Card Draws. Ich denke, wir brauchen ein bisschen was fürs Late Game hier. Auch wenn so ein Vigil immer ganz nett ist. Secret Trail. Denke ich, ist nicht so stark. Ja. Late Game Card ist nicht die beste, aber ist okay, würde ich sagen. Mal schauen. Zwei Mechs bislang, das rechtfertigt keinen Gorilla-Bot. Direwolf Alpha. Denke ich, ist hier die beste Karte. Noble Sacrifice. Auch nicht. Ja, überragend.
Shielded Minibot. Auch wenn wir jetzt nichts für den, na, Mysterious Challenger haben, aber das ist okay. Wir haben nur eine Waffe bislang mit Master for Battle. Und. Ja, ich denke, wir nehmen hier Argent Lance. Oh, hier kriegen wir noch was Nettes am Schluss. Okay, The Skeleton Knight wäre rein theoretisch in einem Match, wo man im Top-Deck-Mode ist, ganz interessant, aber man weiß auch nicht, ob der Death Rattle funktioniert. Aber ansonsten viel zu überpreist. Das ist sehr schwer irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und Gormok zu Impaler, denke ich, gerade mit Master for Battle ist eine sehr gute Karte. Also ich hatte schon mal mit ihnen ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Deswegen, naja, probieren wir es mal. Okay. Luther vs. Valera. Valera und SX Rambus ist schon sehr nice. Ich hoffe mal darauf, dass er einfach in Runde 2 ja, dass er einfach nur den seine Waffe spielt. Oder warte, ich fange ja an. Das ist ja. Ja, abwarten. Oh ja. Da können wir schön Shielded Minibot spielen. Tempo aufs Board bringen. So, was macht er jetzt? Wenn ich das jetzt spiele, dann bin ich nicht, nutze ich meine Mana nicht, nicht richtig aus. Aber er muss Hero Power machen auf 3. Hat aber noch die Coin. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Also ihn würde er sowieso bringen, ansonsten würde er jetzt aber dann danach jetzt einen 3-Drop spielen. Ja, wir lassen es mal so. Irgendwann kommt dann ein Punkt, an dem er eh nochmal eine neue Waffe ja, spielen muss. Also wir kriegen unseren Value auf jeden Fall raus. Und wer weiß, vielleicht wieder irgendwie Assassin's Blade oder so. Das wäre natürlich dann richtig genial. Okay, er hatte Deadly Poison. Also hätte jetzt gerade ihn nichts gebracht, überhaupt nichts gebracht, wenn wir es gemacht hätten. Also wir gehen Face. Wenn wir jetzt Amerni Berserker spielen und Reinforcement. Schlägt er Reinforcement und spielt Sachen für 4 Mana. Ansonsten spielen wir Aesthetic Swamp Boost. Und vielleicht den kleinen. Wenn er dann die Hero Power nochmal benutzt.
verliert er 2 Mana. Ansonsten könnte man nämlich den auch sehr gut buffen. Ja, wir spielen jetzt auf Tempo hier. Im Endeffekt muss er erstmal damit klarkommen. Wenn er jetzt keinen, nicht gerade Betrayal hat, dann sieht es nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben noch den Stranglethorn Tiger, den wir nächste Runde spielen können. Genau, sieht nicht schlecht aus. So, Devil's Grab könnten wir spielen. Ja. Gibt noch keinen Grund. 4, 1, 7 Karten. Ich würde 4 Stück ziehen. Oh, das ist natürlich sehr nett. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Job's done. Wir haben jetzt natürlich ganz schön Tempo verloren. Aber wir sind immer noch in einer guten Position hier auf dem Board und naja, dafür haben wir jetzt kartenmäßig gleich gezogen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. So many options. Get behind me. Also, wir können natürlich jetzt Keep of Ulderman benutzen, aber das ist einfach zu schwach. Den können wir auch anders ja, uns entledigen. Ich denke mal, wir spielen hier Flame Juggler. Vielleicht trifft er. Und wenn nicht, ziehen wir eine neue Karte. Machen 5 Schaden ins, ja, ins Face. Also hier dürfte schon nichts mehr anbrennen. Das ist alles nichts für ihn. Oder hat er jetzt doch Betrayal? Nee, Sap. Wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Wir hätten auch ins Fels gehen können, ihn runter auf 3 bringen können. Aber, naja, wir haben einmal Stills, die Argent Lands. Und der Rest ist eigentlich auch, ja, und damit muss man auch erstmal klarkommen. Er könnte Betrayal hier raus spielen. Plus, ja. Okay. Das war's. Relativ einfach, Runde 1. Okay, Hammer of Wrath ist zu langsam, Seal of Champion. Ja, da brauchen wir halt immer Leute auf dem Feld, das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, den zu behalten. Das war jetzt nicht so genial, was wir gezogen haben.
Okay. Mal gucken, ob er jetzt coint oder nicht. Das ist gut für uns. Jetzt können wir den Armani Berserker spielen. Eventuell spielt er jetzt irgendwas mit drei Leben nur. Okay. Das hat ein bisschen mehr als drei Leben, aber naja. Gut, hilft alles nichts. Können aber auch nicht vernünftig traden, deswegen gehen wir ins Face. Und momentan haben wir echt noch nicht so die wirklich guten Karten. Wenn wir nicht so nur Hero Power spielen können, das wäre schon sehr suboptimal. Ich denke, danach wäre es okay mit dem Stranglethorn Tiger auf. Und in Runde 5. Ja, den müssen wir auf jeden Fall spielen hier, sonst fallen wir zu weit zurück. Also ich könnte jetzt den einfach wegtraden. Oder aber auch und ihn dann runterhauen. Ich werde es aber so machen, dass wir hier den Buff kriegen. Der wird dann hier reinlaufen in den Effekt. So dass wir noch den 3-3 auf dem Feld behalten. Ne? Ja, schade, dass wir nicht mehr Waffen haben. Wir haben jetzt hier mit Garden of Kings extra einen Diener, der noch uns helfen kann. Uns heilen kann. Okay. Was ist sein Plan jetzt hier? Oh, das war risky. Wobei mit dem. Mit der Hero Power. Das ist jetzt die Stärke vom Tiger. Also, er ist zwar vorne, aber. Er kann sich halt nicht aussuchen, wie er tradet. Ich kann mir aber im Gegenzug aussuchen, wie ich traden möchte. Und ich bin gerade noch ein bisschen unentschlossen. Also, wenn ich ihn töte. Kann er mich nicht in der nächsten Runde pingen. Genau, Seal of Champion habe ich. Aber ich kann nichts anderes spielen. Dann muss ich so den sowieso spielen, Jerry Scarab. Wir gucken einfach mal, was wir kriegen. Oh, die war ein Favor, auch nicht gut. Questioning Adventurer ist an sich nicht schlecht. Aber ich denke, ich gehe hier mit dem Harvest Golem. Das wollen wir ein bisschen mehr auf dem Board haben. Und ich hoffe einfach nur, dass er jetzt nicht irgendwie einen Boardclear gezogen hat. Also Blizzard wäre schon schlecht. Oh. So, erstmal ein bisschen die Secrets checken. FVG. Ah, das ist nicht genug. Oh,
Ah, den wollen wir weghauen. Das ist ein bisschen suboptimal, weil er jetzt wirklich mit recht wenig Leben auskommen muss. Also er könnte ihn in 2 Runden wegpingen. Ja, mal schauen. Oh, Polymorph. Da tut er mir sogar noch einen Gefallen. Und das wäre 7-7. Let me think. Ich denke, das kann man machen. Joa. Er wäre ein 6-6. Und der ist die größere Gefahr, weil wir die nächste Runde auch nochmal buffen können. Also das machen wir definitiv hier. Und das schützt uns sogar noch gegen den MC Tech. Polymorph war von dem Conjurer gewesen. Okay, Fireball. Ich denke, um das Mana perfekt auszunutzen und auch möglichst viel Value zu kriegen, nehmen wir hier Hero Power plus Guardian of Kings. Und vielleicht in der nächsten Runde, wenn er irgendwas Kleineres hat, oder wenn wir es kriegen können, dann können wir noch Frostwolf Warlord zusammen mit Hero Power spielen. Eins wird er wegpingen. Vaporize? No, Ice Barrier. Ich spiele hier den Frostwolf Warlord. Einfach, weil das ein bisschen sicherer ist gegen Flamestrike. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu zu viel aus Bord hauen. Okay. Das lief jetzt mal ganz gut. Denke, den können wir auf jeden Fall spielen, Karte ziehen. Mal vom Feld runter und ich denke, ich trade hier einfach nur für den Fall, wenn er jetzt wirklich eine Flamestrike hat, hat er zumindest nur noch 3 Mana über, um das Board wieder zu befüllen. Ich bin noch zu weit weg, um diese zu haben. Also
Den Kollegen töten wir. So. Face. Und. Ja, im Grunde genommen. Spielen wir jetzt den, um unsere anderen Diener zu schützen. Also den hätte er jetzt gerade so weggepinkt. Das hat mal gar keinen Sinn gemacht. Und jetzt sind wir durch. Okay, gegen einen Schamanen. Extra Karte. Ja, Flame Juggler gefällt mir schon mal sehr gut. Ansonsten alter Peacekeeper. Ja. Warum nicht? Das ist schon mal gut, weil den Flame Jugger wollte ich eh spielen. Ja, für den Argent Protector. Dass er jetzt den Zombie nicht getroffen hat, das ist. Ja, eher nicht so gut. Eieiei. Eieiei. Puh. Ich denke, was wir machen können, ist, dass wir den schon mal, ja, auf 2 Leben runterbringen. Und im Grunde genommen, wenn er jetzt nicht tradet, oder wenn er anfängt, dann das ist, ja, können wir eigentlich alles wegtraden. Ist halt die Frage, was er jetzt noch spielt. Oh, der Frosch ist jetzt echt ein bisschen nervig gerade. Ich denke gerade, weil wir den Alter Peacekeeper haben, können wir das Ganze auch ein bisschen mehr mit Kontrolle angehen. Jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass er irgendwas trifft. Wow. Das war sehr... sehr gut für uns. Und jetzt haben wir eigentlich in der nächsten Runde ein bisschen nur die Auswahl, was wir machen können. Argent, Horse Rider, Hammer of Wrath. Mehrere Möglichkeiten. Oh, ich würde gerne Seal of Champions spielen, wenn ich wüsste, dass der Death Rattle ihn nie treffen würde. Ansonsten wäre es nämlich ziemlich
Ungünstig. Okay. So. Haben wir zumindest das Mana am besten ausgenutzt und. Aber wir müssen schon wieder hoffen, dass es mal klappt. Boah. Okay, ein bisschen Glück haben wir jetzt auch gehabt. Das gebe ich gerne zu. Der doppelte Angriff ist ein bisschen nervig, aber ich weiß nicht, ob das Seal of Champion rechtfertigt. Ansonsten Stealth wäre auch nicht verkehrt. Er würde einen Totem spielen, aber wo kriege ich den einen Schaden her? Wo kriege ich den her? Ja, wir könnten ruhig ein bisschen reaktiv spielen. Einfach weil wir Stealth Minion haben. Wir können mit der Waffe, falls einer hat, umgehen. Wir haben alle Peacekeeper noch. Argent Horse Rider. Also verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen. Er ist sehr schwach. Wenn ich ihn traden würde, das wäre jetzt auch nicht das Beste. Deswegen, ja, müssen wir den irgendwie stärken. Und kann er günstig traden hier? Im Endeffekt, wenn er ihn tradet. Bisschen aggressiver kann ich schaden. Nein! Im Grunde genommen ist aber hier auch nichts. Ändert sich hier nicht viel. Ich denke, wir können. Wir können ruhig den Raider spielen, damit muss er jetzt auch erstmal klarkommen. Und dann hat er nicht genug auf dem Board. Vielleicht haben wir angefangen zu früh schon, ja, zu früh angefangen, irgendwie Damage zu verursachen. Also aus Face zu gehen. Das sind jetzt schon 8, das ist schon ganz ordentlich. Ich denke, ja. Ich wechsle doch jetzt zur sicheren Alternative.
Wobei ich mir nicht sicher wäre, ich hätte auch Stranglethorn Tiger spielen können, Face. Und in der nächsten Runde dann Argent Horse Rider mit Blessing of Kings. Aber ich weiß ja nicht, was er in der nächsten Runde für ein Totem zieht. Wenn das ein Torn-Totem gewesen wäre, wäre es nämlich nicht so einfach gewesen. Ah, da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor. Face. Joa. Ich überlege, ob es jetzt gut wäre, den Demolisher ins Spiel zu bringen. Ansonsten könnte man auch Wolfrider traden. Dann hätte ich noch 4 über. Ich weiß nicht, wie was ich spielen kann, Blessing of Kings. Also hier denke ich, nehme ich den Wolfrider auf jeden Fall. Er ja, hätte ein bisschen besser laufen können. Irgendwie ist er doch relativ lange noch im Spiel jetzt und boah, hat auch noch einiges an Karten. Ah, die gefällt mir gar nicht. Aber ich krieg den. Das ist schon mal ganz nett. Oh, jetzt haben wir auch Blessing. Master for Battle. So, den will ich nicht haben. Der generiert uns ganz gutes Value. Ja, jetzt machen wir sicher hier. Okay. Gut. Ich glaube, es wäre nicht so cool gewesen, wenn ich das Spiel verloren hätte. Weil es wäre wirklich unnötig gewesen. So, Valera. Schau grad mal, was wir dann für vernünftige 3-Drops haben. Ich denke, das ist schon eigentlich einer der ja, spielbaren. Deswegen auch Armani Berserker und Chili Mini Bolt sehr gut. Nehmen wir das doch. So, mit Blessings of Kings müssen wir mal schauen, was wir nächste Runde spielen. Eventuell Shield Minibot. Ja, denke ich auf jeden Fall. Zumindest das tradet auch ganz gut hier rein. Um das Gottesschild jetzt zu poppen, müsste er den Decker spielen, was er nicht macht. Und
Und oh, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte zum einen hier traden und Hammer of Wrath spielen. Auf der anderen Seite, ich hätte einen 6-6 über. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ein 6-6 in Runde 4. Was mir mehr lieb, dass sein Board leer ist. Er hat halt so viele Möglichkeiten, die 2 Damage zu machen. Deswegen Blessing of Kings ist nicht schlecht, wenn er das Sap spielt. Dann hätte ich jetzt im Endeffekt ja 3 Karten verloren für 2 von seinen. Wobei ich hätte einen zurück auf die Hand gekriegt. Also ich hätte insofern Karten, naja, Vorteil hat er ja noch, aber eine Karte zurückzukriegen ist auch nicht verkehrt. Gerade Shield Minibot ist nicht schlecht. Wobei er sich natürlich auch ganz gut darauf einstellen kann. Und der Raging Wargon ist auch ganz nett, wenn man gegen einen Shield Minibot ja ankommen möchte. War jetzt nicht genug. Aber es wäre genug, um nächste Runde irgendwas zu machen. Ich könnte jetzt Hammer of Wrath und das machen, aber das bringt alles nichts. Um ja wirklich Tempo zu generieren, müssen wir das Ding klein machen. Das würde ich ihm einfach hinschenken. Aber der müsste so eine Hero Core spielen. Ah, ich hätte den erst spielen müssen für den Fall, dass er Betrayal hat. Wenn er das macht, dann kann ich aber Skull Purifier spielen, um den zu töten. Im Endeffekt ist er aber jetzt eh nicht so die nicht so die Gefahr. Fraglich. Wenn er natürlich die dreimal, zwei Mana aufbringen muss, kann er nichts anderes Großes spielen. Oh. Das ist nett. Und nichts? Wow. Geiler Typ. Ja. Okay. Also an seiner Stelle hätte ich zumindest den Card Draw mir genommen, aber er hat anscheinend ja keinen Bedarf daran. Jetzt bringen wir das Ding auch noch um. Ich hätte vielleicht auch traden können und dann Frostwolf Warlord für 7-7 spielen können. Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, ein bisschen verteilt. Jetzt sind alle relativ schwach. Also im Zweifelsfall hätte er auch hier mit Betrayal und Backstep gerade mir extreme Probleme bereiten können. Okay. Den kriegen wir jetzt nicht so einfach weg. Ich denke mal, wir testen erstmal an, ob der. Oder macht das Sinn? Ja, wir testen erstmal an. Komm. Nee, will nicht. 9 ist er runter auf 6. Ja, und ich will mir noch einen 7-7er. Also nicht so, dass er nicht mit dem Board. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten, aber
Wir haben halt auch noch 3 Schaden direkt, die man machen kann mit Card Draw. Quality Raider ist jetzt auch nicht. Ah, gib schon auf. Ah, ne, doch nicht. Okay. So, haben wir's. Okay, ja, schmeiß alles weg, bis auf den Armani Berserker. Guter 2-Drop. Argent Lance, das ist sehr nett. Die Sache ist, wenn ich jetzt den Armani Berserker spiele, kann er den töten, er pickt ihn einfach weg. Ich habe auch die Board-Initiative, er kann dann aber in der nächsten Runde was für 4 Mana spielen. Gut, dann nächste Runde, also in der übernächsten, darauf folgenden. Ansonsten spielt die nächste Runde was für 3 Mana. Da komme ich mit meiner Argent Lance auch nicht sehr weit. Deswegen denke ich, mache ich hier mal Mani Berserker. Und schau doch mal, was er spielt. Das ist nicht die Coin. Das ist auch nicht die Coin. Jo, das ist sehr gut. Das ist sogar noch besser, weil ich mein Mana besser ausnutze. Er muss pingen. Das gibt mir die Möglichkeit, dann auch nächste Runde noch mehr Zeug zu spielen. Und er muss auf 3 pingen, was ziemlich nervig ist. Wobei er hat auch die Coin, er kann noch was rauscoinen. Okay, das Ding töten wir. Und spielen den Kollegen. Ja, ist ganz einfach hier. For justice. Reporting for duty. Hätte ich vielleicht auch den Scarlet Purifier spielen können. Hätte den Vorteil, 1 pinkt er sowieso. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt pinkt, du musst was für 3 Mana spielen. Ist nicht die Welt. Ja, das nehme ich ihm weg. Fireball und Ping.
Ja, zumindest ist schon mal einer weg. Und ja, wir können den Quelly Raider dadurch ja aus Bord bringen. Mit 6-6 und vielleicht wird der noch ziemlich groß werden. Oh, das passt gut mit Hammer of Wrath. Natürlich gibt ihm die Möglichkeit, irgendwie nochmal einen Fireball zu ziehen. Wäre für mich ein bisschen schlecht. Ja, wir gehen hier für Value. Ist halt ein bisschen dumm, der kann halt pingen und vielleicht mit Flamelands den Kollegen weghauen. Auf der anderen Seite müsste er dann wieder sehr viel Mana aufwenden. Okay. Sieht relativ viele Karten, ne? Das ist glaube ich schon die zweite Tombspider, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir machen das Ding größer. Packen wir was aufs Board drauf. Und jetzt hätten wir schon Diesel, wenn er nichts mehr hat. Och. Er nervt ein wenig. Aber man sieht, er hat keine Antworten. Also das ist schon mal ganz gut. Das ist auch ein klasse. Oh, wir ziehen jetzt mal eine Karte. Das ist auch ein klasse Trade, den wir machen. Sieht sehr, sehr gut aus. Also da müsste er schon, also selbst wenn er jetzt Deathwing spielt oder so mit Big Game Hunter, bin ich auf der richtigen Seite und boah, Pyroblast. Er hätte versucht uns irgendwie noch, ja, quasi zu überrennen. Ist es das schon? Weiß es nicht. Nein! Es fehlt ein Schaden. Nehmen wir Lord of the Arena. Könnte der nächste Runde rein, der wird schon Flame Strike. Alles weghauen. Deswegen glaube ich Mysterious Challenger. Hätte ihm auch schon Gormok the Impaler spielen sollen. Aber ich denke, einer von den beiden wird sowieso überleben. Außer jetzt irgendwie Frost Nova oder sowas in dem Dreh. You're in trouble now. Aber das sieht nicht so aus. Das sieht sehr gut aus. Damit sind wir eigentlich durch. Also das macht jetzt. Ja. Gut. Stop asking questions. Okay, endlich mal ein. Was ist endlich? Ich weiß ja, wie ich das gut finden soll oder nicht. Haben wir hier ein Mirror Match?
und bin ein bisschen unentschlossen. So, ich bin nebenbei, ich weiß nicht, das kann man glaube ich gar nicht sehen. Genau, ich habe nebenbei noch die Decklist offen. Das ist ein bisschen dunkel. So. Ja, behalten wir mal Agent Protector. Oh. Das fällt mir sehr gut. Ah, das ist ein bisschen nervig. Aber ich denke, den. Warte mal, jetzt haben wir eine hohe Chance, irgendwas zu treffen. Nein. Vielleicht nicht so wahnsinnig Mana-effizient. Doch, Mana, also für die nächste Runde wird es ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt nur den Argent Protector, nee, warte, oder Saucy Hand Deckhand plus Argent Protector wäre jetzt nicht so genial gewesen. Well met. It's time for a little blow, not on my watch. Will ich den behalten oder nicht? Ist ein bisschen die Frage. Ich denke, da eine Consecration haben kann, lassen wir es lieber sein. Wenn er jetzt Blood Knight spielt, dann. Oh Gott, mein Gott. For the Crusade! Weapons ready. It's time for a little blood. Okay, was kann das sein? Ich denke mal, wird Competitive Spirit sein. Also den müsste ich schon irgendwie vom Feld nehmen. Also das auf jeden Fall. Sonst kriegt ihr da einen guten Trade raus. Und den Kollegen können wir jetzt auch noch spielen. Also das ist ein Secret Trial, wie das heißt. Ja. Also wenn es nicht Eye for an Eye ist, dann wird es das wohl sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er tradet. Damit kann ich sehr gut leben. Weil ich im Endeffekt jetzt die Chance habe, so meinen Kollegen hier zu buffen. Jetzt kommt es drauf an, Eye von Eye, nein. Also ich glaube, da bleibt echt nicht mehr viel über, oder? Also ich meine, ich habe Minions gespielt, ich habe Leute getötet. Ja, also. Okay, das ist ziemlich gut hier. I can
enjoy raiding. Reporting for duty. Tu es gewinnbar. Reporting for duty. Nur ich ein bisschen langsamer spielen. Oder soll ich schon ein Face gehen? Ich meine, jetzt haben wir schon 13, er wäre auf 10 runter und er muss den Kollegen hier irgendwie vom Feld kriegen. Ja, da kann glaube ich nicht mehr viel passieren. Also er müsste schon irgendwie was mit Equality haben oder sowas. Das scheint nicht der Fall zu sein. Warte. Das ist Secret Trail. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen. Naja, oder könnt ihr einfach mal. Packen. Ach, wir haben eh schon gewonnen. Okay. Gut, können wir mal testen, ob es stimmt. Ich habe jetzt die ganze Zeit so über nachgedacht, über das Secret, das ich irgendwie aus dem Auge verloren habe. Ja, dass wir schon durch sind. Ja, Argent Protector ist immer ganz gut. Wenn man nichts spielen kann, ist es eher schlecht. Und es ist halt die Frage, die einzelnen Silverhand Rekruten werden oftmals oder sterben sehr leicht durch die Hero Power vom Schurken. Wenn ich jetzt den einfach so blank spielen muss. Oh, Gott sei Dank, ey. Aber es ist wirklich nicht perfekt irgendwie. Big Game Hunter ist eher für später gedacht. Ah, das ist schade. Und er hat einen Backstab. Das gibt's doch nicht. Okay. Dann machen wir es jetzt so rum. Ja, zumindest schon mal einen Backstep weg, das ist so okay. Das ist ja schon eine recht gute Karte. Ich denke, es bleibt nicht viel über. Ist ein bisschen dumm, dass hier der Kollege. Es hätte nicht viel gemacht, den Argent Protector zu spielen. Er hätte die Hero Power benutzt, um den Morgan zu töten. Und dann hätte ich nur noch den Argent Protector gehabt plus Reinforce. Das wäre einfach nicht gut genug gewesen. Und so muss ich mal schauen, wenn er jetzt nichts hat, wo er mich direkt mit töten kann, kann ich wirklich vielleicht meinen Argent Protector sehr günstig einsetzen. So, mach was.
Er hat irgendwie gerade auf meinen Hero gezeigt, das, okay. Ach, Ziel. Der stirbt zu leicht, den kann er zu leicht gegen den Goblin Sapper traden, das gefällt mir nicht. Alles andere, Arden Horse Rider. Nee. Also er kann jetzt den traden, aber er muss zwei Diener reinlaufen lassen dafür. Das ist schon, bin ich sehr zufrieden mit, wenn das passiert. Und was er dann spielt, Arden Protector, eventuell noch Hammer of Wrath oder Arden Protector plus Arden Horse Rider. Sieht gut aus. Also solange er nicht irgendwas hat wie Sap oder ja, oder vielleicht so ein Käse. Okay, ich will Hammer of Brass. Und den würde ich gerne behalten. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr bei rausholen kann, aber ich denke, das ist okay. Und oh, das ist eigentlich auch ganz nett hier. Seal of Champion. Aber so ganz ohne irgendwas. Es ist jetzt auch nicht der Bringer. Wenn er dann einen Sap spielt, habe ich nichts davon. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt natürlich Sap auf Mysterious Challenger spielt, ist das auch ziemlich optimal. Verliere ich 4 Mana im Tempo. Er räumt das Board frei. Also kann quasi für 5 Mana wieder das Board füllen. Und hat noch ja, 2x3 Schaden mit dieser Waffe zur Verfügung. Das wäre schon nicht schlecht. Kartenmäßig sieht es auch nicht schlecht aus. Da bin ich schon ziemlich nah dran an Liesl eigentlich. 3, 5. Einer fehlt. Okay, traden wir hier und dann machen wir daraus mal einen 3-3er. Also einer sollte ja zumindest überbleiben, damit wir Seal of Champions spielen können. Na, ich denke mal zu 98% ist das safe. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber man weiß ja nie. Okay. Ja, läuft sehr vielversprechend. 7-0. Oh, endlich mal Master for Battle. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Boah, das ist natürlich eine Top-Hand. Das ist. Das ist schon extrem gut, was wir hier haben. Bin noch ein bisschen unschlüssig. Ja, natürlich, um auf Curve zu spielen, wäre es schon gut, wenn ich jetzt irgendwas coine. Oh, warte, wenn ich jetzt den Armani Berserker coine. Trade Ping. Ich spiele Schild Minibot, Trade Ping. Da habe ich jetzt auch nicht so unbedingt Bock drauf, also. Ich
Dann würde ich Master for Battles auf leere Feld spielen. Ah, nochmal Elmar. Links Ping. Er müsste auf 3 Ping. Ich könnte den spielen. Er pingt wieder, hat ein Problem. Ansonsten spiele ich Direwolf Alpha. Oh, ich würde natürlich schon 2 Dinger verlieren. Ist die Frage, ob er nächste Runde spielen kann. Wenn er nicht spielen kann, hat er einen Two Drop. Und ich spiele einen. Okay. Wir verlieren dadurch ein bisschen den Kartenvorteil. Ja, ein bisschen suboptimal. Das ist echt, wie ich eine Karte für 2 trade. Das gefällt mir nicht so ganz. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch einfach nur Reinforcement spielen. Ich denke, das mache ich auch. Er wird jetzt wohl irgendwie einen 3-Drop spielen. Wenn er das Ganze pinkt, habe ich echt einen Vorteil. Okay. Ich hätte mir gewünscht, dass er keine andere Karte spielt, aber das ist vollkommen okay. Weil ich jetzt mit... Er hätte auch Scarlet Purify spielen können. Ah, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, ein bisschen zu warten, bis, ja, so ein bisschen Mana würm. Was machen kann. Wäre jetzt... Ja, wir haben vorhin hier den Vorteil, dass er wird nächste Runde den Kollegen benutzen, um den Wolf zu töten. Dann kann ich Scarlet Purifier spielen. Plus mit meiner Waffe reinlaufen. Joa. Ach, come on. Aber im Grunde genommen ist das okay. Weil ich dann einfach 2 Minions spiele. Ich mach's jetzt so, weil ich einfach den wegtraden will. Den kann er jetzt nicht traden, soll er den traden. Jetzt habe ich die nächste Runde wieder die Runde, ihn mit Scarlet Purifier endlich zu töten. Oder ich könnte aber auch dann meine Waffe benutzen. Ja, und ich kann hier sehr gut den Argent Protector spielen. Was viel wert ist. So, was möchte ich jetzt zuerst testen? Ich teste erstmal auf Mirror Entity. Im Grunde genommen habe ich die ganze Zeit so lange gewartet und jetzt kann ich den eh damit wegnehmen.
ein bisschen ungünstig. Wenn ich den jetzt drauf spiele, verliere ich den einfach. Ohne irgendwas zu machen. Das ist auch nicht so genial. Das ist kurz vom Flamestrike. Auf der anderen Seite. Ja, lassen wir mal so. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich los dadurch, dass ich mich ein bisschen zu früh schon irgendwie drauf festgelegt habe, auch mit dem Scarlet Purifier, dass ich ein bisschen ungünstig gespielt habe. Die Frage ist jetzt, ob ich überhaupt nochmal Value damit kriege. Aber was hätten wir gespart? Wir hätten. Ja, im Grunde genommen hätten wir einmal weniger zugeschlagen damit. Argent Lance würde mir helfen, den zu behalten, aber er wäre extrem schwach. Der wäre schon extrem schwach. Deswegen. Aber ich ziehe es trotzdem vor. Ich habe überlegt, ob ich den erst rein trade oder nicht. Ich denke mal, wir testen jetzt einfach mal Flamestrike oder nicht. Wenn er einen hat, verbraucht er seinen ganzen Turn. Ich kann dann immer noch Quellier Raider spielen mit Reinforcement. Your magic shall not save you. Und jetzt habe ich die Chance, Gromog the Impaler zu spielen. Was sehr nett ist. Oh nein. Oh, Doppelface, das war schon ganz gut. Ah, die Mind Favor ist ziemlich schlecht hier. Ansonsten. Raid Leader. Ist gar nicht mal so verkehrt. Aber hier haben wir Stealth und Divine Shield. Ja, wir sind jetzt mal ein bisschen greedy. Das können wir uns, glaube ich, schon erlauben. Wir sollten trotzdem den Frostwolf Warlord spielen. Besser wird's nicht mehr. Und. Im Grunde genommen ist das egal. Ah, wobei ich vielleicht einen. Ja, von denen reinhauen können. Im Grunde genommen ist es egal, er kann sowieso einen davon pingen. Wow. Das reicht aber nicht ganz. Und damit haben wir jetzt den 8. Sieg in Folge. Uther versus Jaina. You asked for it. I will fight with. So, nächste Magier. Dass ich die Coin habe, ist es eigentlich okay. Alter Peacekeeper. Da ich vielleicht noch keinen sicheren 2-Drop habe. Ja, eventuell als Backup, um gutes Tempo zu bekommen.
Es ist jetzt nicht besonders gut gezogen hier. Ah, das ist einfach zu gut. Ich hätte natürlich auch die Coin behalten können für Argent Lance. Wäre dann ein bisschen besser in Hinsicht der Mana-Effizienz gewesen, aber also war nochmal so viel Value rauskriegen, das wage ich zu bezweifeln. Und gerade jetzt. Ach, shit. Ja, ich kann natürlich jetzt einfach wegtraden. Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Mit My Peacekeeper wäre das nicht der Fall gewesen, aber. Da denke ich, ist der Effekt einfach mal zu stark. Also, wenn er jetzt zum Beispiel. Ja, was macht er? Versteckt das Ganze hinter Divine Shield. So haben wir zumindest zwei Diener auf dem Feld. Wenn er tradet, kann ich nächste Runde Argent Lance spielen. Und die Hero Power, was ist nicht so genial ist, aber naja. Ist ein bisschen schade, dass Astral Communion so wirklich grottenschlecht ist. Also in diesem Matchup hier, weiß nicht. Also gerade in Arena ist es ja auch vollkommen Banane, sowas zu spielen. Okay, das Ding müssen wir auf jeden Fall weghauen. Ja, fühlt keinen Weg daran und vorbei. Ja, das ist nett. Kriegen wir nochmal extra Charge. Und jetzt ist ein bisschen die Sache, was er macht, ne? Wenn er jetzt sich entscheidet, das Ganze zu pingen, dann kann er nur für 4 Mana spielen. Das würde mich jetzt nicht traurig stimmen, weil den Kollegen kann ich auf jeden Fall weghauen. Oh ja, damit verliert er auch gleich richtig schönes Tempo. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich könnte maximal Value mit Keep of Ulderman und Reinforcement. Würde mir. Also Reinforcement muss ich auf jeden Fall machen. Dafür kein Weg dran vorbei. Das wäre ein 3-3, 3-4, wenn er reintradet. Und pinkt. Was nötig wäre, wäre er wieder weg. Würde ihm Kartenvorteil geben, müsste er aber. Ja. Verliert an Tempo. Wenn ich hier Nomisch Inventor spiele, habe ich eine neue Karte dazu, aber ich weiß nicht. Gormox Impaler. Vielleicht. Ich denke, das ist zu stark, Keep of Ullermann. Das muss ich behalten. Ne? Ja, schon ein bisschen risky, jetzt irgendwie auf den Effekt von Gormox den Impaler zu setzen. Aber das ist nicht unwahrscheinlich. Ich muss ja nur Master for Battles ziehen. Oh, das ist doch grausam. Wobei, ich habe Master for Battles, das stimmt. Das darf ich nicht unterschätzen. Ach, ich hätte auch Quell Raider spielen können. Also kriegen wir zumindest einen 6-6. Und damit kommen wir auch langsam so in den Bereich, wo wir Gormox den Impaler nutzen können. Wenn er den tötet, trade ich mit einem Mini-Shieldbot.
Solange jetzt nicht irgendwie... Okay, das ist jetzt ein bisschen nervig, aber... Ja, und jetzt? Ein Trader sogar weg. Wie viele Karten hat er? 6, er meint, 2, 3, 4, 8. 8 davon sind. Ist eine nicht spielbar. 7. Bin ich zumindest immer noch auf dem Feld im Vorteil. Und ja. Ich denke, das ist eine gute Variante, Möglichkeit, das Ganze ein bisschen ja, zu hatchen. Also. Mit AOE kriegt er nicht alles weg. Mit Hard Removal auch nicht. Vor allem Torch. Bitte keinen Firewall. Forgotten Torch ist eigentlich relativ gut für ihn. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, sind ja bei 10 Mana. Können wir es ruhig machen. Mit den Heal noch. Das war eine gute Runde für ihn. Und es wird eine richtig gute Runde für mich werden. Ja, genau, was aufs Feld schmeißen. Damit könnten wir nächste Runde sogar, boah, sieht gut aus, Liesel haben. Also, ich bin jetzt halt so schlecht geworden mit Zusammenrechnen, aber es sind 15 schon, ja. 15 und 7 auf der Hand, plus den Kollegen, falls, ja, falls ich genug Leute habe. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Weiter geht's. Uther versus Valera. Watch your... So. Valera. Ja, liegt mir nicht so. Wen wundert's? Morgen Infiltrator, Flame Juggler. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Also, Shield Minibot nehme ich sehr gerne. So. Er spielt nichts. Ich gehe nicht Face, weil der einfach wahnsinnig gut ist, um zu traden. Wenn er jetzt nicht gerade Fan of Nice hat. Mal gucken. Ich hoffe, er trifft ihn. Ich hoffe, jawohl. Ich denke, das Divine Shield müssen wir auf jeden Fall benutzen, um was aufzupoppen, und der wird sowieso traden. Deswegen machen wir den Trade hier. Ins Haus, die der kennt, denke ich, muss ich jetzt nicht spielen. Ja,
Das Einzige, man könnte überlegen, dass man ihn einfach versucht, wirklich, ja, zu überlisten, also schneller. Aber das ist überlisten, also ich meine. Naja, dass man, ja, versucht, möglichst früh viel Schaden zu machen. Der Schurke hantiert halt sehr viel mit seiner Waffe. Und, ja. Gut. Oh. Also, er wird den töten nächste Runde. Frag mich so ein bisschen, soll ich. Ja. Auf Curse spielen? Ich denke schon. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich. Also. Ich bin relativ weit weg davon. Relativ weit weg davon, dass. Ach, die Leute zu kriegen. Und jetzt kriege ich Messer für Battles. Aber ich denke, es trotzdem. War richtig so. Ich denke. Was spiele ich? Argent Lance? Scarlet Purifier? Ich denke schon, ja. Machen wir so. For justice. Also, wir können ihn ganz gut traden. Die Frage ist ein bisschen. Was mache ich? Frostwolf Warlord jetzt für 6-6? Oder versuchen das Maximum rauszukriegen? Master for Battle diese Runde spielen. Plus Saucy Deckhand. Und Reinforcement super anfällig gegen Fan of Nice. Ja, ein bisschen greedy hier. Ich behalte den auf die Hand. Ist, glaube ich, jetzt nicht das Entscheidende, ob ich den jetzt. Im Grunde genommen kann ich eh nicht viel mehr draufhauen. So, und da kann ich jetzt auch schon face gehen. Normalerweise behalte ich eigentlich immer die Waffe ganz gerne, um den einen oder anderen Diener zu picken, aber ich denke jetzt im jetzigen Zeitpunkt ja, müssen wir ein bisschen Druck aufbauen. Vielleicht ist das jetzt auch schon, der 10-10er ist schon extrem gefährlich. Der Doomsayer wird ihm nicht sehr viel helfen. Der Dagger Master nicht. Ich habe immer noch 15 Schaden. Ja, ich brauche auch nur noch 14. Hab sogar noch mehr. Das war relativ einfach. So, vorletzter Endgegner. Argent und Acidic Swamp Boost behalte ich auf jeden Fall. Weil das ist einfach so genial, wenn er jetzt, auch wenn er erst in Runde 4 True Silver Champion spielt und man spielt Acidic Swamp Boost. Super genial. Direwolf Alpha ist eigentlich ein bisschen schwach, aber es ist in jedem Fall ein 2-Drop. Also es ist auch nicht verkehrt. Schwer zu sagen. Vielleicht wieder schon Light Justice oder so, dann habe ich keine
Muss ich mich nicht mehr wundern, was sie spielen in der nächsten Runde. Ich überlege, ob ich wirklich die Coin spiele. Ob ich den Reinforcement coine, um sicher zu gehen, dass ich nächste Runde da angreifen kann. Oder auch alles vom Feld hauen. Ich weiß jetzt nicht, was er für ein Ziel gespielt hat. Ich hoffe, sowas wie Get Down oder sowas, weil das, ja, würde ganz gut passen mit meiner Argent Lance. Ist natürlich schon ein bisschen offensichtlich, wenn ich hier, den Kollegen coine. Da kann man sich schon überlegen, dass da vielleicht ein bisschen was hintersteckt. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Jawohl. Extra Charge, was wir gekriegt haben, ist sehr gut. Reporting for duty. For justice. Ich denke, das Gute hier ist mit dem Direwolf Alpha. Haben wir gute Möglichkeiten, ihn da ein bisschen zu nerven. Jetzt bin ich mal gespannt, okay. The battle. Ah, wie mache ich das am besten? Ich denke mal, es wird Avenge sein. Das ist so das Wahrscheinlichste. Wenn ich das jetzt aufpoppe, da rein, das wird ein 4-4er. Das ist ein bisschen zu stark. Ich könnte den Kollegen auf 3-3 machen. Links. Und dann Face gehen. Er hätte dann ein, Ein 5-4er. Mann, was mache ich? Ja, wie ich mir dachte. Das war so optimal. Das war richtig so optimal. Aber ich weiß nicht, ob man es auch irgendwie hätte besser lösen können. Also, wirklich nicht sicher. Vielleicht spiele ich hier den Frostwolf Warlord als 5-5er. Ich denke, er hat relativ wenig Karten und ich muss jetzt irgendwie auch mal ein bisschen sehen, dass ich in die Mitte komme. Was halt ein bisschen nervig ist, dass er halt wirklich sehr groß wird, dadurch, dass er den gegen den Kleinen traden kann. Aber ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich, ja, ist ein bisschen strange, den Argent Horse Rider reinlaufen lasse und dann mit dem Big Game Hunter töte. Also ziemlich viel Zeug, was ich dafür aufbringen muss. Und der kann halt immer noch so viel. Das gefällt mir ja gar nicht. Hier das Dings weghauen. Das, ja. Ist nicht gut. Was er jetzt machen kann, wird er wird hier traden. Und er wird da traden.
kann ich nächsten Runde dann alles mit klarkommen, aber ich falle doch ein bisschen nach hinten dadurch. Oh, und er zieht Karten, das ist auch nicht gut. Gibt mir zwar ein bisschen so das Tempomoment ein bisschen wieder, aber... Nee, günstig ist es nicht. Ja, das ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Naja, zumindest sagen wir mal so, jetzt ist das Feld wieder ein bisschen ausgeglichen. Ich habe mit Seal of Champion gute Möglichkeit, hier was vom Feld zu nehmen. So, also Seal of Champion auf den Kollegen, um das zu machen. Jetzt könnte ich Argent Horse Rider benutzen oder ich nehme Keep of Ulnaman. Ich denke, ich spiele so rum. Einfach für den Fall der Fälle. Weil es einfach zu stark ist auch. Und jetzt muss er ja auch erstmal irgendwas ja mitmachen hier. Im Grunde genommen, ja, muss er dagegen traden. Alles andere würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Oh nein, das kannst du mir echt sagen. Rifleman spielen, um alles das zu töten. Muss ziemlich viel reinlaufen lassen dafür. Scarlet, ja, alter Peacekeeper, bringt mir auch nicht viel. Ich muss den Dings unbedingt vom Feld hauen, also da, weil er dann so viel Value generiert. Das auf jeden Fall. Und die Frage ist, ja, ich denke. Da bleibt mir nicht viel anderes übrig. Weil. Jetzt habt zumindest ich die Möglichkeit, ein bisschen besser zu traden. Ich hoffe, er hat einfach nichts Starkes mehr in der Hand. Das, damit kann ich durchaus leben. Ich hätte es echt wesentlich nerviger gefunden, wenn er mit einem 2-3er herangetradet hätte. Aber wenn er jetzt natürlich irgendwas wie Blessing of Kings hat oder so. Oder Rune, okay. Ah. Gibt er das Ding auch noch? Nein. Jetzt wird's hart. Also die Cobra ist mega nervig. Let me think.
Ich habe noch Master for Battles drin. Das wäre schon extrem gut. Nee, der bringt gar nichts, wenn ich das spiele. Das ist halt schlecht, wenn man hinten dran ist. Och nein, der zieht eine Karte. Also das läuft nicht gut. Master for Battles wäre wirklich jetzt die Karte, die mir jetzt noch den Arsch retten könnte. Aber das sieht nicht so aus. Ich kann nicht viel machen. Ich musste irgendwie, kann ich ewig warten. Das wäre einfach weg, so weggegangen. Der alleine ist auch nicht gut. Und er hat nicht immer noch. Nein, mach nicht. Fast schon aufhören. Es ist halt ein bisschen echt ärgerlich, weil ich denke, es hätte nicht sein müssen. Oh, er tradet alles weg auch noch. Ich hatte noch die Hoffnung, dass zumindest dann die Monster auf dem Feld bleibt. Ja, das war's. Ich habe halt auch nichts, wo ich irgendwie wieder zurückkommen könnte. Und der Junge hat einen massiven Card-Draw, das muss man nicht mal lassen, also. Oh, ja. Weiß ich nicht, was er jetzt noch so ewig überlegt. Ich würde die schwachen Dinger weghauen. Und was Neues ziehen mit der Hero Power. Reporting for duty. Ja, ungünstig. Naja. So, das ist wirklich irgendwie Magier, Paladin oder Schurke, was wir hier spielen. Ich denke, am Anfang hat mir mal, warte mal, ich die kann, so. Vielleicht den Alder Peacekeeper. Aber er ist auch nicht so wahnsinnig viel wert, wenn, ja, den Morgen Infiltrator stirbt sowieso. Hauptsache, wir kriegen jetzt nicht so wahnsinnig hohe Karten, teure Karten, ne? Waffe am Anfang ist immer ganz gut. Das war eigentlich gerade das Gute daran. Dieser Avenger und mit dem Argent Protector, das war wirklich nervig. Das hat's ein bisschen versaut. Oh, wir können Flame Juggern. Will ich treffen? Ja, komm, mach. Ja. Den sollten wir lieber vom Feld hauen, man weiß nie. Oh, Cockhammer ist schon ziemlich geil. Wir gehen jetzt hier Face. Mal schauen, was er macht.
Na. Oh nein, bitte nicht, ey. Wir haben schon wieder den Scarlet Purifier. Das ist irgendwie... Ich glaube, den können wir nächste Runde ganz gut benutzen. Wenn ich hier... Toasty! For justice. Ne, wir hauen schon mal sicherheitshalber rein. Wenn er pinkt, haben wir den Vorteil, dass er nur noch einen Two-Drop spielen kann. Und das passt sehr gut. Das nehmen wir gerne. Und den. Ja, hauen wir auch weg. Das gefällt mir auch sehr gut. Jetzt können wir nämlich, diesen kleinen Rekruten nehmen und da reinlaufen lassen. Und wenn er jetzt nichts vom Feld gehauen kriegt, können wir sogar Gormox Impaler spielen nächste Runde. Wären dann natürlich super anfällig für... Flamestrike. Ich denke, was machen wir jetzt hier? Trade mir. Gehen Face Trade. Und spielen den Stranglethorn Tiger. Der würde Flamestrike auf jeden Fall überleben. Und was traden wir? Gnomische Inventor, Direwolf Alpha. Das ist ein bisschen mehr Leben, das andere kann man buffen. Ich denke, wir machen das so. Weiß ich, weil ich auch den Amani Berserker nehmen können. Auch wieder mit der gleichen Begründung, dass er den pinken kann. Aber Gormox Impaler kann ich auch zusammen mit Amani Berserker spielen. Genau, Amani Berserker. Ja, und dann bin ich eigentlich auch schon recht zufrieden. Flamestrike würde mir den 5-4er, den 5er lassen. Oder hat er nicht noch die Coins? Nein. Who am I? None of your business. Und ich denke, jetzt können wir ihn auch direkt attackieren. Also er hat noch so eine Möglichkeit zurückzukommen. Das auf jeden Fall. Er kann pingen, Fireball. My eyes are open. Das reicht nicht, Kollege. Ja. Oh, jetzt haben wir noch mehrfache Möglichkeiten.
Stop asking questions. You win. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass meine Verbindung hier unterbricht. Irgendwie ist es gerade ein bisschen langsam. Und ich hatte irgendwann schon so ein Disconnect drin. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Uther versus Gul'dan. Your soul shall be mine. I will fight with honor. Oh, bislang hat mir der Scarlet Purifier mal sehr gute Dienste geleistet, aber ich habe sehr, sehr viele One-Drops und Two-Drops. Oder die One-Drops nicht so viele, aber insgesamt auch viele andere gute Sachen. Ja, ich denke, ich nehme ihn. Weil das Gute ist, wenn er einen Two-Drop spielt mit 3-2-Verteilung, das ist halt einfach extrem gut gegen meinen Shielded-Mini-Bot. Mal schauen, wie er damit umgeht. Wenn er nur 3-2er hat, ist das für ihn extrem nervig. Face gehen. Was kann groß passieren? Er wird den eh traden, ja. Ich meine, das Divine Shield wegzukriegen ist auch nicht verkehrt, aber. Ja, wer kommt bei ihm jetzt aufs Gleiche hinaus? Und jetzt tritt auch die Situation auf, die ich meinte. Also, das wäre jetzt der Two-Drop gewesen, der ihn hätte gefährlich werden können. Aber dafür haben wir jetzt hier den Shield Minibot. Und jetzt haben wir 2 Blessing of Kings. Also wenn er jetzt nicht das Feld hier irgendwie weghaut, dann sieht es für ihn extrem schlecht aus. Und was mache ich? Das sind schon 10 Schaden. In Runde. Was könnt ihr machen? Das ist schon extrem viel Schaden. Aber ich warte mal. Nachher kommt er an mit irgendeinem Power Overwhelming oder sowas. Ei. Das gibt's doch nicht. Ein 5-5er, der stirbt. Also damit ich hier irgendwie hier aus der Reichweite rauskomme. Ja. Vielleicht wäre es doch nicht verkehrt gewesen, doch schon die 10 Schaden zu machen. Schwer, schwer, schwer. Reporting for duty. None may steal our secrets. So, jetzt kann er sich aussuchen, was er macht. Jetzt hat er nämlich das Problem, dass er wirklich einen wegkriegen muss davon. Er muss irgendwas buffen oder so. Er kann jetzt den dann wegtraden. Aber dann hat er halt immer noch meine beiden Kollegen, mit denen er erstmal so direkt nicht fertig werden kann. Das ist jetzt der Trade, der
ja, effizient ist, aber ihn weiter ans ja, mir weiterhilft. Was habe ich denn jetzt schon? Reporting for duty. The Frost Wolf stand ready. Burn. Also ich muss ja nur noch einen reinkriegen. Wobei, hier hätte ich auch traden können, weil beide mit 7 Attacke wegzukriegen ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber da ich jetzt eh noch Hammer Rest hatte und ja, im Grunde genommen haben wir ja eh nochmal, wenn wir jetzt im unwahrscheinlichen Fall noch verloren hätten, hätten wir noch einen zweiten Versuch gehabt. Ja, das war's dann auch. Er kann das eh nicht alles wegtraden. Well played. Well played. Ja, das war definitiv ein bisschen aggressiver gespielt, aber es ist halt auch in der Arena bei dem ganzen ja, Mangel an ja, Flächenzaubern ja auch. Nicht verkehrt. Oh, Flair. Naja, schauen wir nochmal, was im Paket ist und dann war es das für heute. Prepare yourself for a day of the most impressive jousting. I'm popping sideshows. Okay, falls ihr euch wundert, ich habe hier in angefangen auf NA-Server zu spielen, einfach um. Ja. Ein bisschen Just for Fun und ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, Arena zu spielen, falls ich mit meinem Hauptaccount ja, ist mir das zu riskant, zu viel Gold zu verlieren. Egal, das war's. Ja, hat sehr gut geklappt mit den ja, mit dieser Arena-Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ein paar Sachen waren bestimmt nicht so super gut von mir gespielt, gerade in dem, was ich verloren habe. Hatte auch mal ein bisschen Glück vorhin mit den Huge Toads, den Fröschen, dass die nicht meine ein Leben Minions getroffen haben, aber ja, das gehört halt einfach auch mal dazu. Gut, also danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann ja, dann schaut auch gerne mal auch ein paar von meinen anderen Videos an und in Zukunft wird das eine oder andere Arena-Video auf jeden Fall auch noch mal dazu kommen. Bis dann, ja, habt Spaß beim Hearthstone-Spiel.